damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2. Alheim und Laurenzbach mit einem Citaro Facelift G und einem Fan Repaint. Ja, das Mario grinst euch an. Schön gemacht. Mit Vollwerbung. Ne? Der Teamspeak-Server natürlich. Facebook, Twitter, Instagram. Und auf dem Heck. Beziehungsweise auf dem Nachläufer. YouTube. Und dann hinten natürlich. Na, nochmal. Die Werbung für den Teamspeak. Und auf der anderen Seite auch ganz schön wieder Vollwerbung. Instagram, Teamspeak etc., Marios Blog, Gaming Talk und mehr. So, wir fahren die 28 Osterfeldmarkt vom Alheimer Hauptbahnhof und danach die 27 von Osterfeld nach Breckerfeld und ja, ich nehme mal den Nick Thames heute mit. Hallo. Und den GSG Rebell. Schönen guten Tag, der Wagen bleibt auch ohne Kratzer, kommt er wieder in die Werkstatt, ne? Das war teuer. Genau, also der GSG, aka Ystra-Fan, ist auch derjenige, der das Repaint erstellt hat. Ja, ja. Atmen, Mario, atmen. Ja. So, was hatte ich gesagt? 28, ne? Ja. Ja, ich weiß, hör auf die Null zu drücken. Das heißt den Null, die wenigsten. Ja, so sieht das doch schick aus. Ja, ich habe auf der Null habe ich mein Whispering und wenn ich dann hier Routen und so eingebe, dann ja. Wenn so ein paar Leute aus dem TS angewispert. Genau, dann whisper ich hier einfach blöd rum. Ja, das und das geht so ja nicht, ne? Nee, das geht so nicht. Ja. Das, weiß ich, das geht auf keinen Fall so. Nee, das. So, mal halbwegs richtig hinsetzen hier. Ja, setz dich mal auf das schöne Sitzholz an, das hatte ja keinen anderen. Ja, der Sitz hatte ich ja nicht ausgebaut. Genau, und dann ziehen wir mal vor und ziehen auch direkt nicht vor, sondern ziehen das Rollo runter, denn will ja nicht sagen, dass es blendet, aber es blendet. Du Mario, blendet es dich eigentlich? Das ist echt blendend, ne? What the fuck? Wo kommt der denn auf einmal her? Ja, die Sonne sieht blendend aus. Nick. Ja. Der war schlecht. Aber weißt du selbst, ne? Ja, weiß ich selber. Das sollte er selber aber wissen. Aber daran musst du dich wohl gewöhnen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, auch innen sieht das Fahrzeug sehr interessant aus. Schöne Sitzpolstertextur, DM-Drogeriemarkt. Ahahaha. Ich hatte da halt ein bisschen Kreativitätsmangel. Abfahrt war um 25, stellen wir die Uhr mal auf 23. Ich meine, okay, nehm ich halt mal die Bildsitzpolster, spiel ein bisschen mit der Farbe rum und klatsche Initialen drauf. Genau, so, ich hole mir das Mikro noch ein bisschen näher ran. Dann dürfte da. Ja, dann geht das auch. So, ach guck, was sie alle noch einsteigen, weil sie alle noch mitwollen hier. Innenraumbeleuchtung an und ach ja. Auf geht's nach Osterfeld. Also da ist immer Ostern, oder? Da habe ich was verpasst. Auch der war schlecht. Ja. Auch der war schlecht. So, wieder mit Facecam. Wenn du gute willst, dann darfst du uns beide sowieso nicht mitnehmen. Ja, ich merk schon. Das solltest du wissen. Eigentlich weiß ich das ja auch. So, wie man sieht, wieder mit Facecam. Den Zoom ein bisschen mehr auf mein Face. Na? Ja. Also Face in Face, weißt du? Weil das ist ja deine Facecam, die in Face aufnimmt. Also so. Ich will nicht. Raus. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich noch gehen? Nein. Ich kann versuchen, den Notan da mal zu ziehen, aber ich glaube, der funktioniert nicht. Ich glaube, den hat er abgedreht. Ja, hab ich. So, wenn wir einen Unfall bauen, denke ich. Oh, ich muss mich beim Facelift G wieder dran gewöhnen, dass ich
langsam Gas gebe zum Anfahren, weil, Weil der kommt ja sonst nicht aus dem Pott. Das kannst du aber ganz leicht ändern. Ja. Soll ich dir das nachher mal zeigen? Ja. Ich bitte darum. Das so, ist eine Zahl ändern. Ja, und wie wir bei Omni-Navigation unten links noch in der Ecke sehen, da ist noch jemand anders mit Omni-Navigation gerade hier in Alheim unterwegs. Oha. Ich weise da immer so gerne drauf hin. Oha, das ist eine Verläuterung. Echt? Wirklich? Ja. Wann war das denn? Ach, halt's Maul. Das wird noch eine interessante Session. Ja, ich glaube auch. Weil Nick und ich sind, glaube ich, sehr speziell, was Witze angeht. Definitiv. Speziell das richtige Wort dafür ist. Naja, die Witze sind auf eine spezielle Art besonders schlecht. Ja, besonders ja. Witzig sind sie nicht immer, das stimmt schon. Hallo. Aber ist ja nicht schlimm. Oh Leute, ich freue mich total auf, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, auf morgen. Und für die, die das Video jetzt sehen, ihr könnt euch eigentlich schon auf heute freuen, denn heute Abend, also Samstagabend ab 19 Uhr, geht die Resident Evil Session los. Yeah. Gut spritzen. Ja, und hier natürlich auch wieder der Hinweis, ab 18, ne? Ja, das ist darauf muss man echt achten, das ist ja gefährlich sonst. Ja, aber ich freue mich trotzdem drauf, also. Das Spiel ist einfach geil. Nick, habe ich dir schon den Witz mit dem Scheinwerfer erzählt? Oh Gott. Nein. Werf mal rüber, hier fang, da war aber nix. 28 Scheinwerfer. Oh. Alles klar. Ja, nee. Mario, fahr schneller, ich möchte hier wieder weg. Wir sind gerade mal losgefahren. Sag ich ja, er soll schneller fahren. Nein. Tu ich nicht. Jetzt hör auf, Mario zu Straftaten zu verführen, das geht so nicht. Besonders jetzt will überall auch immer jemand aussteigen. Ja, ich hab gehört, GSG will nur bis nach Osterfeld. Ja. Nick, dann spam ich nicht über WhatsApp so mit schlechten Witzen, das geht auch. Ja, aber da muss ich ja nicht zwingend zuhören. Hat er recht. Danke. Nick, was habe ich gesehen? 99 Abonnenten? Ja, hast du richtig gesehen. Das ist ja dramatisch. Ja, da muss ich mal was überleben. Ja, da muss man überleben, das auch, aber da muss man sich mal was überlegen. Ja, überleben sollte ich das auch, wenn ich... Also überleben sollte er das schon. Wir fahren übrigens ZF Eco Live. Kann man damit heizen? Kirchenfelder Straße. Oder war das Euro? Ne, doch, war Ecolife. Ist okay. Okay. Es war Ecolife. Kann man damit heizen. Und die Dampfe ist auch wieder mit dabei. Hat die Void oder hat die ZF? Die hat Dampf. Ah, das ist so eine Dampflok. Haha, Wortwitz, die hat Dampf. Ach ja, das ist. Aber das Repaint gefällt mir. Ja, das hat mir auch. Das hat mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme und über Mediafire 36 Downloads. Also ihr könnt das Repaint runterladen. Download-Link schreibe ich euch mal in die Videobeschreibung. Ja, das haben wir auch schon einige gemacht gehabt. Ja. Die also, im Omniforum ein bisschen geguckt haben. Wenn da jemand Interesse hat. Universität. Der lässt mich jetzt nicht raus, ne? Doch, der lässt mich raus. Danke, sehr nett. Sind in meinem Repent neben den Krummenapf Repents zu finden. Genau. So sollte das auch sein. Da kommt ich will jetzt nicht zu viel behaupten, aber irgendwann vielleicht kommt da halt ein Krummenapf und nochmal was für den A330. Aha. Ich behaupte jetzt nicht viel, da kommt aber irgendwas mal. Und wann, wieso, weshalb wird sich irgendwann rausstellen. Weiß man noch nicht, ne? Nee. Je nachdem, wie viel Zeit, Lust und Laune ich da drin komme. Ne? Das ist halt so. Ja.
Für ein LE ist ja halt auch was geplant, wenn der rauskommt. Ja, wenn er dann rauskommt, ne? Ja. Weil das ist halt auch nur geplante, ich wollte doch eigentlich was für ein C2 machen, aber ist, ja. Kann man auch sein lassen. Ja, Marius wurde eben. Produktion. Obwohl das ist ja mit dem Repainten auch nicht ganz so leicht, dort kann das sein. Es geht, also wenn du dich einmal, wenn du ungefähr weißt, wie, was, wann, warum, dann kriegst du es hin. Das Design ist ja gerade auch nicht das Schwerste. Aber du hast halt, durch dieses Mapping-Filter muss halt sehr viel touchieren. Das ist dann halt. Okay. Ja, fahren Sie mal vernünftig hier, mein Gott. Hallo. Ich freue mich da ja schon auf den LE, der wird cool. Ja, denke ich auch. Haben wohl nicht mehr aktiv, um da für eine Runde irgendwie mit Maussteuerung oder sowas hört sich das. Würde ich die Karma anbieten, einfach nur zum Gucken, weil ich kenne die Wagen ja halt ebenfalls aus der Realität. Ja, ich auch. Ich auch. Würde aber mich freuen, wenn jemand ein C2 LE bauen würde. Das wäre. Ja, man kann ja nicht alles haben. Ja. Karren sind halt ganz aber, schön. Aber dann bitte endlich mal in qualitativ hochwertig. Das war damit inbegriffen. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das hat er gemeint. Siegerländerstraße Einkaufszentrum. Siegerländerstraße Einkaufszentrum. Was, Siegerländer? Wunder die ganzen Sieger. Ja. Der Witz ist auch schon uralt, weißt du selbst, ne? ich glaube, ich habe schon den Titel, wie Mario die erste Folge nennt. Willst du was ausmalen? Nein, einfach nein. Ich fahr mal hier rüber auf die Straße. Das war mir da doch ein bisschen zu heikel gerade. Mario, fahr doch mal da rüber. Ja, fahr doch mal da ja, rüber. Genau ne? Da. Wir sehen nee, zwar genau nicht wohin, da. Aber genau da. Ja, einfach auch darüber fahren, das ist ja. Fahr einfach darüber, Mario. Über wen willst du denn fahren? Oh, ich könnte jetzt, ne? Weißt du, du warst auch noch bis er zu Ende gezogen hat, ne? Das ist ja noch mieser. Oh. Nee. So. Na, um sie nicht aufhängen. Lass das mal sein. Um sie. Ach, Winzer, komm, das ist auch gut. Du bist entführt worden und musst jemand anrufen. Wenn er abnimmt, stirbst du. Wenn er nicht abnimmt, bist du frei. Und also als Kommentar dann unter die Frage gestellt, wen würdest du anrufen, ne? Ja. Kommentar darunter technischer Support von Microsoft. Okay. Bedauerlich. Wenn man mich fragt, bedauerlich. Linienidee hatte übrigens der Nick. Finde, das darf man an der Stelle ruhig mal erwähnen. Ja, Nick. Warum machst ja, du das? Darf er das? Ja, doch, darf er. Was? Darf er? Er darf Mercedes. Ja. Alter. Weißt schon, ne? Jesus says, weißt du, dass das Quatsch ist. Nee, das ist nicht Quatsch. War die Wahrheit. Oh, ich darf ja eigentlich nur 50. Oh, ich hab hier noch was. Dann leckt man einmal das Messer ab und schon gucken alle einen dumm an. Carsten 35, Chirurg. Oh. Dein Ernst? Komm schon. Ah, Valdoria-Straße. Ich glaube, Mario verflucht uns nach dieser Aufnahme. Ja, der nimmt uns nie wieder mit. Ich halte jetzt einfach mal hier. Ich hätte, glaube ich, da hinten halten müssen. Aber ich halte jetzt einfach mal hier.